Hallo Leute, es geht weiter mit Deadlight. Wir sind zuletzt hier ja entkommen nach der stillen Sequenz und jetzt kletter ich nochmal eben auf das Dach, weil dann wird ja nochmal der Typ gleich kommen. Es sei denn, man stürzt freiwillig, unfreiwillig in den Tod. Kein Kommentar. Ich laufe einfach noch mal zu. Hallo Leute, es geht weiter mit Deadlight. Einfach nochmal die Einleitung. So. Wunderbar, du hangelst dich da fest, Randall. Das machst du ganz toll. Hoch mit dir, lass dir helfen. Where did you just come from? Jetzt bist gleich actionreich und schnell hier. I shouldn't have used the radio. I'm sure they heard us. We have to get out of here. Run! Let's get oh out of here! Oh my god, yeah. Bird. What the hell? We're alive, you idiots! Alive! We found the boy. Your father wants you to come back home. And hide? Like he does? I hate rat meat. No one can survive eating rat meat. I wanted to look for some food, but they surprised me because... Because you let your emotions take over and went to visit your mother. Isn't that right? My mother? My mother is... No. No. How do you know? Shit! Here they come again! Run! Run as Was? Fast as you can and don't look back! Mann. Ja, dann lass mich mal laufen. Ey. Was soll ich machen? Hallo? Ah. Was soll ich machen? Hallo? Kiste? Das Ding? Kann ich das anschießen? Hä? Hm? Kiste? Komm runter? Kusch dich runter? Kiste, öffne dich? Kiste? Was kann ich hier rechts zum Ding? Da kann ich irgendwas machen. Aber wie? Ich soll doch jetzt nicht ernsthaft einen Schuss... Nee, wir haben ja gar keine Schusswaffe. Stimmt, wir haben ja unsere Waffen noch gar nicht wieder. Was soll ich denn dann machen? Kann ich einfach mit Vollgas durchrennen? Nö. Ich kann Benutzen-Taste nicht drücken, ich kann... Ja. Handy-Action, wir lernen Musik und ich komme hier gar nicht voran. Und wenn ich jetzt einfach da oben... Ja, nee, aber wenn ich jetzt von oben links gleich nach oben rechts gesprungen wäre, vielleicht hätte das ja geholfen. Aber irgendwie glaube ich, das geht gar nicht. Nee, da komme ich gar nicht hin. Ja, dann wirst du das bedauern. Ihr auch, ihr Schweinebacken da draußen. Lauf, wenn du nicht sterben willst. Ja, wie denn? Muss ich was mit meiner Schleuder machen? Geh so darüber. Jumpen lassen. Jawohl. Hat sogar gewirkt. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Das war jetzt aber ein bisschen kompliziert. So, und jetzt muss ich sie schieben. Schieben hier so rüber. Damit du dich da noch ein Stückchen und dann genau. Wunderbar. Hoch mit dir und dann weg von dem Helikopter. Nein, geh wieder zurück und heb das auf. Run.
Moment. So. Wunderbar. Hoch mit dir. Randall, hoch mit dir. Gott. Shit. Was, wenn sie mich nicht mit dem Licht finden, was weiß will? Ausprobieren. Also wenn ich da einfach langlaufe, kriegen sie mich, oder was? Und wenn das Licht nicht ist? Vielleicht mit ihm hier? Zombie-Ding? Hallo? Und den einfach herrufen? Weil dann kommt er und dann sind die abgelenkt. Geht das? Haha, verarscht. Ein Verbandskasten. Aber es geht ihm gut, nehme ich mal. Nee, du bist nicht zu schnell. Ich bin nur zu dumm. Und einfach so mit so einem Dings-Jump. Ja, auch. Low Forest. Nein, nein. Oh Gott, nein, nein, nein. Oh Gott. Lauf. Oh Gott. Nein, nein, nein. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Er ist auch nicht geklettert. Er stirbt mir immer weg. Komm schon. Du schaffst das. Und bist direkt vorm Schreibtisch. Er klettert so langsam. Jetzt mach schon. Ich lauf ja schon, was soll ich denn machen? Ja, alleine. Ich will's doch schaffen, was soll ich denn machen? Er ist nicht schnell genug. Ich meine, ich kann ihn auch nicht schneller schneller laufen lassen, als er ist. Wenn du schon nicht so blöde wärst und gegen den Schreibtisch rennen würdest, das wäre schon mal wahrscheinlich hilfreich. Ja. Weiß ich nicht, schaffe ich das mit einem Sprung da irgendwie schneller hochzuklettern an diesen Zaun? Ich habe so das Gefühl, ich werde noch eine Weile brauchen, um das hier zu schaffen. Ja, jetzt war er nämlich schneller oben. Vielleicht schaffe ich das da hinten auch. Und jetzt hoch mit dir, komm. Schneller, schneller, schneller. Ja, komm. Ho, 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 komm, 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 komm. Gestorben, nein. Nein. Nein, ich hab's doch gesch... Bitte, lass es mich geschafft haben. Bitte, 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 bitte. Bitte, lass mich das nicht nochmal... Oh, Gott sei Dank. Ich muss es nicht nochmal machen. Perfekt. Gut, was mache ich jetzt? Am besten? Hier so rüber? Nein. Hätte ja ein Versteck sein können. Man muss es ja mal ausprobiert haben, ne? Wenn man nicht auch mal riskiert zu sterben hier, dann... Man halt auch mal Pech.
Ach so, da vorne kann ich rüber. Schaffst du es nicht, da hoch zu springen? Randall, du bist der neue Spider-Man. Was mache ich denn jetzt? Ist doch alles unter Strom. Stirbst du da nicht? Ach, der stirbt da nicht. Das ist ja toll. Drücke, um dich auf der Leiter umzudrehen. Jo. Halt dich da fest. Ach so. Ich dachte, ich soll jetzt so links-rechts-mäßig hier runter. Hä? Wo soll ich denn dann hin? Gut. Ich soll also nach oben eher, ja? Aber wenn ich da jetzt weiter nach oben gehe, dann war es das doch. Ey, ich habe nicht losgelassen. Ich schwör's euch, ich habe nicht losgelassen. Ich bin einfach nur weiter runtergeklettert, um zu gucken, wie ich irgendwie weiterkomme. Und er lässt einfach los. Ja, ich weiß, wann ich schuld bin und ich... Das war zum Beispiel meine Schuld. Das davor nicht. Ja, das wollte ich euch nochmal dargestellt haben. Ja, ich weiß nicht so recht. Also, kann ich sonst, wenn ich hier bin? Ja, okay, alles klar. Ich bin so doof. Mit Umdrehen meinte er so, ne? Hab's kapiert. Ja. Oh, nö. Nö, 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 nö. Nö. Ich... Ach so. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Hilfe! Oh Gott. War das knapp. Where are you, kid? Ja, ich hab eine Axt. Na endlich. Mal wieder eine Waffe. Super. So, wo komme ich jetzt? Nein! Ich wollte gerade wegrennen. Oh, von links kommt auch einer. Moment mal, wo soll ich denn dann hin? Und der Hubschrauber auch noch. Where are you, kid? Ach, die Axt habe ich schon. Jetzt einfach vorbeilaufen. Lauf mal einfach. Wird wieder nix, ne? Leute, steppt doch endlich mal. Können die jetzt mal sterben? Ich warte, dass meine Ausdauer wieder gut ist. So. Meine Ruhe hier. Kann ich in Ruhe die Tür eintreten? Jetzt renne ich einfach durch. Uah. Nein, 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 nein.
ist eben so. Dann eben so. Ja, ja. Ihr seid hinter mir. Ich hab's kapiert. Nein, 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 nein. Habt ihr das Schlittern gesehen? Oh, es tut mir gerade voll leid, dass ich die ganze Zeit sterbe. Es nervt mich selber schon. Where are you, kid? Ich springe über euch hinweg. Mach schon, mach schon, mach schon. Oh. Jetzt geh da durch. Lauf, 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 lauf. Bist du lahm, Randall? Juhui! Wieso ist er tot? Hä? Erst soll ich mich durch die Tür werfen, dann fliegt er da irgendwie runter. Ich kann ja auch so nicht abrollen. Hä? Why the hell did you run off? I'm fine. I know my way around. They're trying to kill you, kid. Think about that for a second. Let me help you get home. What's the fastest way underground from here? There's a sewer portal on the other side of the park. Then let's go. Run for it! Dann mal los, aber zackig. Ja, vor allem mit mir hier, ne? Der Pro-Sterberin. Hallo. Ist voll friedlich hier gerade irgendwie. Hier gibt's auch Eis. Ein schöner Park. Keine Zombies. Oh. Wieder so ein surrealer Traum. Lydia. My sweet Lydia. Oh. Kann ich jetzt Blätter einsammeln? Da ist er, eingewickelt in blutbeflecktes Papier, der Anhänger meiner Tochter Lydia. Auf dem Papier steht in Kinderhandschrift geschrieben, folge dem Weg, den du mir gezeigt hast. Aha. Ja, dann lauf einfach. Nee, du. Noch was im Mülleimer? Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Ach Mensch. Na denn. Oh. Ey, der Ton ist schon wieder weg. Wo bist du gewesen? Hilf mir, dann synchronisiere ich eben selber. Scheiße. Ja, wieso ist der Ton weg? Warum ist der Ton im Moment immer weg? Was ist denn nur los mit dir? Warum hast du nicht geschossen? Die hätten mich beinahe umgelegt. Okay, ich muss langsamer vorlesen. Meine Tochter, es tut mir leid. Ich habe sie gesehen. Da war niemand, nichts außer den Schatten hinter dir. Lass uns hier durchgehen. Die Ratte hilft uns wieder. Die Ratte weiß, dass du hier nie wieder rauskommen wirst, Junge. Ich werde dich bestrafen. Du wirst lernen, dich zu... Was? Ich weiß, wo deine Freunde sind. Sie wurden vor einer Weile ins Stadion gebracht. Ach so, ins Stadion? Zuerst war das der sicherste Ort in ganz Seattle, sogar sicherer als die Space Needle. Eine Festung mit Betonmauern, beschützt vom Militär. Aber jetzt... Oh, tun. Oh. Sie haben sie zu einer neuen Version der Hölle gemacht. Und was ist mit meiner Frau und meiner Tochter? Was ist mit ihnen? Ich habe hingesehen, zugehört, ich konnte keine Spur von ihnen finden. Wenn sie auch von diesen Leuten gefangen genommen wurden, dann werden es deine Freunde wissen. Ich muss jetzt gehen, ich habe schon zu viel Zeit verloren. Sei vorsichtig, Mr. Wayne, diese Männer sind gefährlich. Ja, warum auch immer der Ton schon wieder nicht da war, es hat bestimmt wieder ein bekacktes Sound... Windows Update Scheißproblem. You know what the rat told me. If I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors. Nein. Lieber wieder die Tür zu. Hier ist es schöner gewesen ohne die Zombies. Wie viele sollen denn da bitte kommen und was soll ich denn gegen die alle ausrichten? Wollt ihr mich verarschen? Mit einer Axt? Oder habe ich jetzt... Ah, ich habe meine Schusswaffe wieder, oder? Habe ich meine Schusswaffe wieder? Nein, ich habe die wieder. Hä? Ich dachte, ich krieg auch meine Waffen dann wieder.
Gut. Ich weiß nicht, warum das mit dem Ton im Moment ist. Ziemlich blöd. Ich weiß auch nicht, was ich da ändern kann. Aber wir können auf jeden Fall ein bisschen lesen wieder. Nicht, dass ich das nicht getan habe in diesem Part. Denn der Part endet jetzt hier gleich. Wer sich nicht dafür interessiert, kann jetzt schon abschalten. Alle anderen, die belese ich jetzt hier. Hatten wir das mit der Großmutter nicht schon? Ich habe Angst vor der Nacht. Das hatten wir doch schon, oder? Genau, hier waren wir zuletzt. 14. Januar. Gestern war ich zum ersten Mal seit einem Jahr wieder in Harrys Bar. Ich mag keine geschlossenen Räume. Ich wollte mit Ben ein Bier trinken und danach wieder verschwinden. Aber er hat sich verspätet. Die stickige Luft in der Bar und die ganzen Stammkunden, die jede meiner Gesten analysieren mussten, machten mich immer nervöser. Es gefällt mir nicht, wie mich die Typen ansehen. Ich mag es nicht, wie sie sprechen und wie sie lachen. Selbst wenn ich ihre Worte nicht verstehen kann, bin ich davon überzeugt, dass sie über mich reden. Als Ben kam, brachte er einige Artikel mit, die er aus der hiesigen Zeitung ausgeschnitten hatte. Er ist besorgt wegen der Angriffe im Wald. Was will er mir sagen? Ich kann nichts tun, aber Ben hat sich durchgesetzt. Er glaubt, das Beste wäre, wenn wir mit einigen Leuten aus der Stadt in den Wäldern auf Bärenjagd gehen. Er ist davon überzeugt, dass die Leute aus der Stadt zurückkehren, wenn wir einige verjagen und dass die Geschäfte wieder besser laufen werden. Ich habe ihm meine Meinung gesagt. Das Aas nährt den Boden und selbst wenn wir einige Tiere vertreiben, werden neue herkommen. Zieht man heute ein Fangzahn, ist morgen ein neuer gewachsen, der deutlich kräftiger ist. So ist die Natur nun mal, und die Menschen, die sie kontrollieren, wollen gleichen ihr. 28. Januar. Ich träumte von zwei Katzen, die spielen und sich in einem Koffer verstecken. Sie sitzen daran fest und bekommen das Tageslicht nie wieder zu Gesicht. Sie ersticken. Ich trage eine schwere, blutige Last auf meinen Schultern, Taschen voller Ungeziefer aus dem Wald und tote Katzen in meinem Gepäck. Igitt. 27. Februar. Im Wald herrscht eine merkwürdige Unruhe. Ich spüre sie bei allen Bäumen und Tieren. Was zum Teufel geschieht in dieser Welt? Streit mit der Polizei in Südpolen. Offenbar passiert in Europa etwas sehr Schwerwiegendes. Aber sie verraten nichts. Ich glaube, sie kehren das Schlimmste unter den Teppich. Die Leute sagen, die Armee würde chemische Kampfstoffe über einer Kleinstadt abwerfen. Alle sind aufgebracht und wütend. Mehrere Polizisten sind gestorben. Aber die Regierung leugnet alles. Heute schneit es wieder und die Stille ist schaurig. 1. März. Seit meinem seltsamen Traum habe ich das Gefühl, als würde jeden Tag eine neue Revolution auf der Welt ausbrechen. Normalerweise bekomme ich von den Nachrichten nicht gerade viel mit, aber im Moment passiert etwas Bedeutsames. So viel steht fest. Shannon macht sich ebenfalls Sorgen. Sie möchte, dass wir in der Stadt Lebensmittel kaufen. Vorräte, sagt sie. Sie hat mit einigen Nachbarn gesprochen und die würden sich vorbereiten. Es hat sehr viel Spannung gegeben, wie man sie in Europa schon lange nicht mehr gesehen hat. Eine Welle der Gewalt? Ein neuer Weltkrieg? Ich sagte ja schon, dass man den Kommunisten nicht trauen kann. Okay, ab 7. März machen wir dann das nächste Mal weiter und genau auch an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und entschuldige mich für den Tonausfall im Moment und entschuldige mich für mein allerlei Sterben in diesem Part. Aber ich wünsche mir natürlich wie immer trotzdem, dass ihr dabei bleibt und das Spiel euch trotzdem noch irgendwie reizt, weiterzuschauen. Ich finde es im Moment trotzdem, trotz Sterben, auch immer noch spannend, will wissen, wie es weitergeht, will wissen, was in den Tagebüchern steht und bin gespannt, wie das Ende dieses Spiels ist. Bis dann!